Meine lieben Zuschauer, herzlich willkommen zurück bei God of War mit Valle, mit Kratos, mit Atreus und mit Fafnir. Der süße kleine Drache da vorne, der so ein bisschen wütend aussieht, vielleicht auch, weil wir seinen Lagerraum geplündert haben und seine Schätze haben mitgehen lassen. Das Problem an der ganzen Sache ist nur, dass mein Lebensbalken unten links so ein bisschen leer ist. Da ist halt nur noch so ein kleiner, ja, 1% Leben oder sowas habe ich noch. Das heißt, wir müssen mal gucken, wie wir jetzt hier vorankommen, ohne direkt zu sterben. Vor allem, weil der Drache da oben so ein bisschen böse in meine Richtung guckt. Aber hey, wir versuchen es einfach mal. Ich kann hier runter, beziehungsweise ich kann hier rüber. Nee, kann ich gerade nicht, weil wir... Jetzt sind wir in den Kampf verwickelt worden. Okay, ja, der Drache greift auch an. Was das Problem an der ganzen Sache ist halt jetzt, ich habe jetzt hier Fußsoldatengegner, die uns angreifen. Und dazu halt auch noch hier diese Drachenattacken. Und ich weiß noch nicht so richtig... Ja, wir müssen wahrscheinlich aber einmal sterben. Und danach, genau, das ging schnell. Wir müssen einmal sterben, es geht nicht anders. Wie soll ich mit 1% Leben hier irgendwas machen? Und jetzt sollten wir ja eigentlich zurückkommen mit mehr Leben, oder? Wir müssen zumindest irgendwie eine Chance haben. So, hier wäre auch Leben gewesen, das sehe ich aber jetzt erst natürlich. Sonst hätte ich das eben schon... Gut. Das ist auch das erste von den Siegeln hier. Um den Drachen zu befreien. Okay. Wie wurde dein Freund zum Drachen? Oh, er ist nicht mein Freund. Der kleine Scheißerwein stellt sich ärgerlich für Asen und Bahnen gleich. Warum befreien wir ihn? Ich spreche aus Erfahrung. Niemand verdient eine solche Bekanntschaft. Nicht mal ein gieriger Drachengeborener Zwerg. Jetzt haben wir das Problem hier. Die Jungs sind alle ein bisschen wütend auf mich und so. Und wir müssen mal gucken, ob wir die nicht vielleicht mal eben umhauen hier. So, im Übrigen dieser wunderbare Feuersturm hier. Das ist keine feindliche Attacke, sondern das ist von mir selber. Ich habe da vor ein paar Folgen mal versucht, von abzuhauen und habe mich geärgert, dass ich davon nicht abhauen kann. Liegt daran, dass es meine eigene Aura ist. Und zwar durch diese lodernden Magma-Set-Teile haben wir so eine Feueraura, die manchmal kommt und den Gegnern Schaden macht. Insofern ist das nichts Böses, sondern was Gutes. Und dann hat noch irgendwer geschrieben, auch vor ein paar Folgen, ist schon wieder ein bisschen her, hat jemand geschrieben, dafür, dass wir auf schwer spielen, ich spiele ja auf der, ich glaube, zweithöchsten Schwierigkeitsstufe, also nicht auf der höchsten, sondern auf der danach, hat irgendwer geschrieben, dafür ist es aber echt ein bisschen leicht in letzter Zeit mit den Gegnern. Andererseits, also klar, solche Fußsoldaten wie jetzt gerade hier hacke ich auseinander, als gäb's, ja, ne, als gäb's keinen Morgen mehr. Andererseits muss man natürlich auch immer sich vor Augen halten, dass ich zum Beispiel bei der Valkyrie echt einige Probleme hatte. Oder zum Beispiel auch in Muspelheim die Kämpfe teilweise eine halbe Stunde gedauert haben. Also es ist halt, manche Kämpfe sind echt hart, andere wiederum sind leicht. Ich finde nicht, dass es zu leicht ist momentan. Es kommen nämlich immer mal wieder so ein paar Gegner, die mir dann richtig Probleme machen. Und wo so ein Kampf auch gut und gerne mal eine halbe Stunde dauert. Also, noch schwerer stellen muss eigentlich nicht sein, finde ich. Okay, die Tür ist jetzt offen, das heißt, wir kommen in die Kiste hier. Weil ich meine, die Valkyrie gerade zuletzt noch, die war halt wirklich, ja, das war kein Zuckerschlecken, Mensch. Das war schon echt echt nicht ohne. So, Kiste ist geplündert und hier ist noch eine Wissenstafel. Wahrscheinlich über unseren wunderbaren Drachenfreund da vorne. Junge. Interessant. Wenn du das hier liest, verschwinde. Du gehörst nicht hierher. Das ist meine Schlucht. Und fass auf dem Rückweg ja nicht meine Sachen an. Du bist immer noch da. Ich sag dir, geh weg. Das sind meine Schätze. Die gehören mir allein. Die besten Sachen sind sowieso in meinem Lagerraum, aber denk nicht mal dran, ihn zu betreten. Er ist gut bewacht. Dafür habe ich gesorgt. Lass mich einfach in Ruhe. Ich brauche dich nicht. Ich brauche niemanden. Schon gar nicht einen von Ivaldis dummen Söhnen, der mich vor den Gefahren der Gier warnt. Ich muss nur in meinen neuen Warnenspiegel schauen, um zu sehen, was mit meiner Haut passiert. Aber das ist mir egal. Mit meinen Schätzen fühle ich mich sicher. Sie wärmen mich von innen wie der Atem eines Drachen. Hau ab, Fafnir. Also, das hat Fafnir anscheinend geschrieben, als er noch ein Zwerg war. Und die Gier hat ihn dann zu einem Drachen gemacht. Auch in manchen alten Geschichten und mystischen Stories und sowas sind Drachen ja manchmal so richtig gierig und häufen so Goldberge an, die sie dann energisch bewachen. Den Großteil der Fußsoldaten sind wir ja schon mal losgeworden. Das erste Siegel, um den Drachen zu befreien, ist auch gebrochen. Ich würde sagen, wir ziehen weiter. Nimm mein Kleiner. Kein Grund, böse zu sein. Ich helfe dir. Ich befreie dich. So, hier können wir jetzt auch hochklettern. Da wollte ich ja auch noch gucken, was es da oben gibt.
Während der Drache so ein bisschen von Büsen, so ein bisschen böse von hinten grummelt. Achso, hier ist auch das zweite Siegelding. Oh nein, ein Springer. Oh nein. Die Dinger können ziemlich böse sein. Aber ich glaube, wenn wir jetzt hier richtig alles raushacken an Attacken... Ah, nee. Nee. Ich wollte gerade sagen, wenn wir alles an Attacken raushauen, dann ist das kein Problem. Aber er hat mich mal eben einfach gewone-shottet. Die sind echt nicht ohne. Ist ja auch erst der zweite und der erste hat auch schon echt Probleme gemacht damals. Mein Problem ist halt jetzt, ich muss dringend zu Brock oder Cindy, weil ich brauche einen neuen Auferstehungsstein. Okay, den kleinen hatten wir ja ziemlich schnell weg. Aber der dicke... ist schon nicht ohne. Okay, jetzt habe ich schon wieder ganz viel Leben verloren. Muss also jetzt die Rage aktivieren, weil ich sonst tot bin. So, die Kleinen hacken wir schon mal auseinander. Manchmal bist du mir echt unheimlich. Und wenn wir den jetzt ordentlich verprügeln hier, dann haben wir den ja fast schon. Ja, ich sollte auch die Kleinen noch auseinanderprügeln. Okay, der Kleine ist runtergefallen. Jetzt noch den Dicken hier. Wenn die ihre Trophäe über den Kopf halten, sollen wir irgendwie aus der Ferne angreifen, stand eben in dem Tooltip. Ach, dann hat er sein Schädel, seine Kopfrüstung ist ausgezogen worden. Okay, also diese Springer sind halt echt fiese Gegner. Das, was wir vorher bekämpft hatten, war ein Springerstreiter mit dem großen Schild. Das hier war ein normaler Springer. Sie tragen starke Rüstung, haben große Schwerter und gehören zu den stärksten Gegnern, die wir getroffen haben. Wer sind sie und worauf sind sie aus? Mutter hat die Springer nie erwähnt. Ich hoffe, dass wir nicht zu viele von ihnen bekämpfen müssen. Ja, der war echt nicht ohne. Also wenn der uns trifft, dann sind wir halt tot. Ich hab den jetzt aus der Ferne halt irgendwie. Springer-Rüstungssplitter. Grausige Springer-Trophäe. Rage und Hacksilber. Und hier ist das zweite von den Dingern. Du hast die Frage des Jungen nicht beantwortet. Wie wurde dieser Zwerg zum Drachen? Sicher bin ich nicht, aber er hat seine Langfinger nie von magischen Artefakten lassen können. Vielleicht hat er der falschen Warngöttin ein Schmuckstück geraubt. Ach so! Ja, also eine Warngöttin? Das könnte natürlich heißen, dass Freya Fafnir in einen Drachen verwandelt hat. Vielleicht hat er versucht, oder vielleicht hat er Freya bestohlen. Weil der war ja geil auf tolle Schmuckstücke. Und dann hat sie ihn in einen Drachen verwandelt. Und jetzt muss ich mich mit dem Drachen rumärgern. Na super. Ach so, eine Sache wollte ich noch gucken. Wir haben doch auch neue Zauber bekommen, oder nicht? Ja, genau, wir haben eine ganze Menge neue Sachen. Zum Beispiel Federn des gefallenen Dieners. 7 Glück. Und erhöht die maximale Sprintgeschwindigkeit. Also ich habe eigentlich eine ganze Menge neue Zauber bekommen, die ich aber gar nicht reingepackt habe bisher. Ja, wir müssen auf jeden Fall, wenn wir das nächste Mal bei Brock oder Cindy sind, müssen wir auf jeden Fall einen neuen Auferstehungsstein mitnehmen, weil sonst, ich fühle mich nicht so richtig sicher ohne, muss ich sagen. So, jetzt haben wir 2 der 3 Siegel schon gebrochen. Fafnir ist aber immer noch wütend. Wenn der wüsste, dass ich seinen Lagerraum geplündert habe, du, dann würde der mich eiskalt auseinanderhacken. Aber hier ist das letzte Siegel. Wenn wir das jetzt noch schnell kaputt machen, dann freut er sich bestimmt. Und dann lässt er uns hoffentlich in Ruhe. Und bedankt sich. Wer weiß, vieles ist anders als bei der letzten Begegnung. Ich habe geweint. Ja, Mimir kennt ja eigentlich Fafnir. Das heißt, eigentlich ist das doch ein Wiedersehen zwischen zwei alten Freunden, ne? Oh oh, das war's noch nicht. Da kommt noch irgendwas Böses aus einem Riss. Okay, wir brauchen die Wölfe, Junge. Oh, oh, da ist noch ein Hexer hinter uns. Wo kommen die denn alle her, Mensch? Der Drache greift mich an. Die Viecher greifen mich an. Ja, und die machen auch keine halben Sachen hier, die Kollegen. Okay, den haben wir ausgeschaltet. Was ist mit der Hexe? Oh Gott, die Drachenattacken zwischendrin machen das Ganze auch nicht besser, ne? Wir müssen die Hexe loswerden am besten.
Vielleicht mal so ein bisschen aus der Distanz angreifen. Ja, soweit so gut, soweit so gut. Sind beide relativ niedrig. Okay, den haben wir. Und jetzt nur noch die Hexe da hinten. Und dann haben wir das Problem gelöst. Ja, komm schon, Junge, schieß nochmal drauf. Dann haben wir die Alte. Okay. Wo kam die denn jetzt nochmal her, Mensch? Und dann greift der Drache zwischendrin ja auch noch die ganze Zeit an. Das kommt ja noch dazu. Du hast ja keine Ruhe. Okay, mein Süßer, guck mal. Pass auf. Wir befreien dich. Was hältst du davon, hä? Du bist ein lieber Drache, bedankst dich und machst dich dann davon, oder? Jawohl. Arrivederci, Fafnir. Tja, als Drache ist er noch genauso unausstehlich. Ah, ich hab drauf gewartet. Und dann nochmal so schiu über uns drüber. Supergeil. Also die Drachen in diesem Spiel sind einfach nur episch und sehr, sehr geil inszeniert. Und damit haben wir 2 von 3 Drachen befreit. Und das Lustige an der Geschichte war halt noch, dass das hier Fafnir war. Und wir haben seinen Lagerraum geplündert und ich habe nicht daran gedacht, dass der ein Drache ist. Er war ja auch eigentlich mal ein Zwerg und jetzt ist er halt ein Drache. Aber echt cool, Mann. Fafnir war ein Zwerg, laut Mimir einer von Ivaldis Söhnen. Doch er war gierig und seine Gier verwandelte ihn in einen Drachen. Es klingt absurd, aber ich habe ihn selbst gesehen. Er war ein Drache. Ob es wohl schmerzhaft war, vom Zwerg zum Drachen zu werden? Wie lange hat es gedauert? Ich wollte ihn so einiges fragen, aber er flog einfach davon. Tja, frech, oder? Einfach frech. Er fliegt uns einfach davon. Und wir haben jetzt auch einen neuen Zauber bekommen. Ich wollte mal ganz kurz gucken, was der kann. Eine brillante Schuppe des Gefesselten. 7 Abwehr, 7 Abklingzeit und eine moderate Bonusaktivierungschance auf einen Runensegen bei einem Runenangriff. Das finde ich gar nicht schlecht. Das können wir eigentlich mal reintun. Ja, sehr schön. Ein abenteuriges Abenteuer. Einen Drachen befreien. Und man weiß halt nie, was hinter der nächsten Tür wartet. Ich meine, wir sind hier eigentlich eher zufällig reingeraten, weil ich irgendwie die Knochen von Gulvig sammeln wollte. Dann habe ich Schreie gehört, habe mal geguckt, wo die Schreie herkommen und plötzlich entdeckst du hier Fafnir. Ich meine, da rechnet ja niemand mit, oder? Genial. Gut, dann gehen wir hier wieder raus. Ich glaube, hier gab es wirklich nur quasi den Drachen. Das reicht ja auch eigentlich. Hallo, schönen guten Tag. Ihr Mungandr. So schön, wie der da oben thront und über alles wacht. Und sogar die Knochen von Gulvig haben wir gefunden. Insofern sind wir, glaube ich, hier an dem Strand erstmal fertig. Ich meine, hier wäre sonst nichts mehr gewesen. Genau, da unten war das erste Niflheim-Chiffre. Wissen wir jetzt auch, dass wir Niflheim freischalten können. Und sonst gibt es hier an dem Strand eigentlich nichts mehr. Es gibt hier noch die Kiste mit den Dornen. Aber die Dornen können wir, glaube ich, immer noch nicht entfernen. Da haben wir immer noch nicht die notwendigen Mittel für. Zurück ins Bötchen. Unser Hauptziel ist jetzt eigentlich Tiers Kammer und die liegt halt hier unterhalb am Tempel. Ich glaube, ich habe sie sogar schon mal gesehen. Wir sind aber noch nicht reingegangen. Also ich weiß, dass ich etwas gesehen habe. Hab's auch gesehen. Freya hat gesagt, der Weltenturm von Jötunheim fehlt in dem See. Aber vielleicht nicht wirklich. In der Tat, nicht seltsam. Den Turm von Jötunheim habt ihr gesehen? Hier waren wir, glaube ich, noch gar nicht am Strand. Oh, da ist auch eine von diesen Tränen zum Beispiel. Können wir uns ja auch mal eben besorgen, wenn wir schon mal hier sind. Eine von Yggdrasils Tränen. Die bringen ja auch immer einen netten Bonus. Zum Beispiel, oh, Glück diesmal. Bisher hatten die, glaube ich, immer Stärke oder Runenkraft. Wow, es sind 2. Und die sind riesig. Warum bewegen sie sich nicht? Ja, es sind 2 Räder. Die sind blockiert. Und hier ist auch ein großes Tor. Da können wir reinfahren. Der Weidrigard-Pass. Warte mal, waren wir denn da schon mal? Ja, ne? In Weidrigard waren wir schon. Genau, da haben wir auch 100% gemacht. Das heißt, da sind wir eigentlich fertig. Aber das Tor und das Ganze hier, da gibt es noch irgendwie... Vielleicht sollten wir da mal eben an den Strand gehen.
Ich will jetzt auch nicht zu viel am See machen. Ich weiß, ihr wollt die Hauptstory sehen, aber es hat jetzt gerade irgendwie gepasst, nachdem wir ja dann doch wieder recht viel Story gemacht hatten. Nochmal so ein bisschen am See sich umzugucken. Außerdem haben wir ja hier auch Nebenmissionen, Knochen sammeln und so ein Kram. Steinfall. Schauen wir mal, was wir hier in oder am Steinfall so finden. Okay, Junge, einmal schießen. Das funktioniert noch nicht. Hier ist wieder eine kleine Kiste. Oh, du hast mich aber jetzt erschrocken, Kollege. Mensch. Eieiei, der hat mich jetzt erschrocken. Da kommt der aus dem Nichts an. Dem hält sich erstmal meine Wölfe auf den Hals so. Dafür, dass du mich so erschrocken hast, kriegst du erstmal ordentlich aufs Gesicht. Jeder, wie er es verdient. Okay, hier liegt was Schönes. Ja, ich weiß, dass ich diese Dinger bewegen muss. Ah, okay, jetzt bewegt sich zumindest das eine Rad schon mal. Das heißt, wir kommen zumindest an die Kiste ran. Wir müssen unten den Kristall treffen, damit dann oben die Kiste freigelegt wird. Ja, okay. Das war gut, die Kiste haben wir schon mal. Und das eine von den beiden Rädern dreht sich auch wieder. Fester Schwarteifer im Stahl und eine Weltenschlangenschuppe. Okay, wir können hier auch noch weitergehen. Dann schauen wir doch mal, wo es da noch hingeht. Ich mag das Abenteuerliche, ich mag mich hier umgucken. Ach, hier sind wir jetzt. Ich weiß, wo wir sind. Lang ist's her. Damit können wir jetzt nämlich Sachen machen hier, die wir vorher nicht machen konnten. Ah, zum Beispiel uns diese Kiste besorgen. Jetzt haben wir hier also zwei Kisten. Und die können wir beide, glaube ich, gleichzeitig freilegen. Ist das ein Träumchen? Oder ist das ein Träumchen? So. Kiste Nummer Uno. Ja, hier waren wir nämlich schon mal. Und damals konnten wir aber noch nicht mit den roten Kristallen interagieren. Und die beiden Kisten musste ich damals leider zurücklassen. Aber jetzt können wir sie mitnehmen. Hier finden wir ein Frostsiegel der Rune. Ein seltener Zauber. Und das erhöht die Resistenz gegen Frostangriffe. Das ist immer ganz gut, sowas zu haben. Wenn dann mal ein Gegner kommt mit Frostangriffen, der einem Probleme bereitet, kann man die temporär dann mal reintun. In Steinfall haben wir alles, beziehungsweise, nee, es fehlt noch eine legendäre Truhe und irgendwas ist auch noch unentdeckt. Es ist ja auch immer noch das Problem, dass das zweite Rad sich nicht dreht, ne? Das eine Rad dreht sich, das zweite Rad dreht sich nicht. Das Rad freilegen. Genau, damit dreht sich auch das zweite Rad. Hier war damals nämlich der Strand, genau. Hier sind wir damals an Land gegangen quasi. Das ist natürlich jetzt eine hohe Klippe. Aber das Wasser war vorher so hoch, bis hier. Und dann sind wir hier an den Strand gegangen und haben hier die Sachen gemacht. Und das alles andere, was wir jetzt gerade sehen, lag ja noch unter Wasser. Aber jetzt können wir natürlich hier lang. Das ging vorher alles noch gar nicht. Das war noch alles vom Wasser bedeckt. Aber jetzt ja nicht mehr. Jetzt kommen wir also dann auch an die Kiste ran. So, hier kommen wir auch hin jetzt. Und jetzt kommen wir auch an die Kiste ran. Sehr schön. Ja, man muss manchmal ein bisschen rätseln und überlegen. Aber dann kommt man auch an die Beute ran. Ein tödlicher Griff des Zorns. Erfolgreiche Axttötungen gewähren einen Rageschub. Naja gut, ich habe ja den Feuergriff, insofern benutzen wir das nicht. Und wir kriegen sogar noch einen makellosen Staub der Welt. Mystischer Staub, der mit geheimnisvollen Kräften pulsiert, verbessert eine mächtige Rüstung, kann nur am Steinfall gefunden werden. Also wirklich besonders, wenn man das nur hier finden kann. Tja, jetzt haben wir am Steinfall 80%. Irgendwas ist noch unentdeckt. Ich weiß nicht, was es ist. Ich meine, ich hätte eben einen Raben gehört. Vielleicht ist es der Rabe, den ich irgendwo gehört habe, aber noch nicht gesehen habe. Da ist einer! Ich weiß nicht, also seht ihr, da fliegt einer. Ich weiß nur nicht, ob der das ist, der hier die Geräusche macht, aber es kann natürlich sein. Wir versuchen es mal. Es wird aber schwer zu treffen. Nee, so schwer wird's gar nicht. 27 von 51. Und war's das? Nein, das war's nicht. Jetzt habe ich dich entdeckt. Ich habe dich die ganze Zeit schon gehört, du kleiner Rackermensch. Jawohl, 28 von 51. Und jetzt haben wir auch in Steinfall 100%. Das heißt, wir sind hier komplett fertig. Müssen auch nie mehr hier hin. Ich finde, wenn man dann schon mal irgendwo ist und man kann alles schon machen, also wenn da jetzt nichts ist, was wir irgendwie noch nicht machen können,
dann sollten wir auch alles machen, weil dann haben wir das jetzt wirklich abgeschlossen und müssen ja auch nie mehr nochmal irgendwie anlegen. Weil das ist immer so blöd, wenn man dann irgendwie 90% hat und eine einzige Sache fehlt noch. Und dann irgendwann nochmal hier hinkommen, nur für den einen Raben oder sowas. Das ist ja auch eher ärgerlich. Was wir jetzt machen, nachdem wir jetzt wieder ein bisschen See erkundet haben, ich finde, das reicht auch erstmal wieder. Wir fahren jetzt hier rüber und starten noch die Hauptstory, wie es weitergeht. Aber wir werden nicht mehr allzu viel machen. Wir gehen nur mal hin, so um den guten Willen zu zeigen, dass ich auch wirklich hier weitermache mit der Hauptstory. In Tieres Kammer. Oh, Tyrs Gruft liegt hinter dem magischen Schloss. Genau das, da wollen wir rein. Wir haben ja jetzt das Mittel, um diesen Weg hier freizuschalten. Bruder, der Meister. Tiers Gruft. Ich meine, wir wollen die Rune von Jötunheim haben, ne? Wow, ich kann nicht glauben, dass wir Tyrs Gruft betreten. Tiers Brücke von innen. Und das ist ja wohl wirklich, also prunkvoller geht's fast nicht. Alles vergoldet hier. Tiers Gruft, also wir waren oben schon ganz viel einmal gesehen und gemacht, ja. Tyrs Tempel und so, aber jetzt hier unten gibt's noch eine Gruft drunter. Wer rechnet denn mit sowas? Ach, guck mal, hier ist eine das von diesen... Ist Tyr, aber das mittlere Bild fehlt. Ja. Moment, ich dachte, Tyr war ein Gott, kein Riese. Das stimmt, doch er wurde von allen geliebt, auch von den Riesen. Außer mir war er der Einzige, dem sie ihre besondere Gabe des Sehens schenkt. Hey, ob die Riesen wohl auch von mir irgendwo ein Triptychon haben? Wer weiß, Mimir ist immerhin der Allwissende, hä? So, hier stehen auf jeden Fall Symbole an der Wand. Dann los. Sieh es dir selbst mal an. Ich zeige dir, wie man das liest. Das ist nicht notwendig. Du hast mich so viel gelehrt. Lass mich dir auch etwas beibringen. Na gut, dann zeig mal. Atreus. Komm. Du sprichst es schon. Dann ist das Lesen nicht so schwer. Ich kann lesen, Junge. Nur nicht diese Sprache. Das lernst du schnell. Also, die Runen stehen für ganz viele verschiedene Dinge. Für Götter, für Tiere und... Halt. Oh, war das zu schnell? Tut mir leid. Nein, nein. Riechst du etwas? Ja, tue ich. Riecht nach... Regen? Alles habt ihr ruiniert. Ich hab den Scheißhammer verdient. Aber jetzt wird jeder glauben, dass ich ihn nur hab, weil Magni weg ist. Sie lachen mich aus. Aber wenn ich dich töte, wird niemand über mich lachen. Nein! Oh, bist du dumm? Hast du das von deinem Vater oder eher deiner Mutter? Ist sie dumm und hässlich? Sei still! Ja! Du weißt gar nichts über meine Mutter! Oh, das stimmt. Aber dich werde ich kennenlernen. Gut sogar. Du wirst jetzt mein neuer Bruder. Aber zuerst töte ich doch deinen Vater! Ups, hab ihn kaputt gemacht. Nein. Bleib weg. Nein! Wir sehen uns wieder! Bruder, der Junge! Atreus! Du musst ihn schnell zu Freya bringen. Nur sie kann helfen. Und alles kommt anders als geplant. Freya um Hilfe bitten. Also, das kam jetzt tatsächlich anders als geplant.
Plötzlich taucht Modi auf und schenkt uns ein. Und Kratos rastet aus. Aber der Junge, die Krankheit vom Jungen verstehe ich nicht so ganz. Die bricht aus, wenn er provoziert wird. Und wenn er sich aufregt. So ein bisschen wie Kratos Rage. Vielleicht hat der Junge Elemente von Kratos Rage in sich, die aber nicht richtig funktionieren. Und wenn der provoziert wird, dann will er diese Rage eigentlich entfesseln, aber das funktioniert nicht richtig. Und dann kriegt er halt irgendwelche Krämpfe oder sowas. Irgendwie so in der Art und Weise. Nicht gut, Mann. Der Junge ist nicht in gutem Zustand. Nimm das Boot. Zu Freya ist es nicht weit. Aber Freya war eine Göttin. Und die Götter sind alle böse. Das sagt Kratos selber. Und jetzt sind wir auf die Hilfe einer Göttin angewiesen. Weil ohne haben wir ein Problem. Im Übrigen hat sich hier auch alles verändert. Der Himmel hat sich rot gefärbt und grau. Und Asche liegt in der Luft. Okay. Wir fahren jetzt noch zu Freya. Der Part wird heute ein bisschen länger. Ich denke, da werdet ihr euch wahrscheinlich nicht beschweren. Ihr seid die Letzten, die sich über zu lange Parts beschweren. Wir gehen jetzt noch zu Freya. Vor allem, seit du angefangen hast, seine Sippe auszuwischen. Freyas Wald ist ein blinder Fleck. Das ist unser schlauester Zug. Und wenn ihn jemand heilen kann, dann ist sie es. Was geschieht mit ihm? Ich habe bei Sterblichen gesehen, dass sich ein seelischer Konflikt in einer Krankheit des Körpers manifestiert. Nie bei einem Gott, aber der denkt, er ist sterblich. Das muss wesentlich schlimmer sein. Wir sind fast da. Freya, wir brauchen dringend deine Hilfe. Ich hoffe, sie kann helfen. Letztes Mal, als wir gegangen sind, waren wir ein bisschen wütend. Ich hoffe, sie empfängt uns trotzdem. Die Musik und die ganze Stimmung hier gerade. Das Fieber wird schlimmer. Gefallen mir nicht. Es ist ernst. Wir müssen uns beeilen. Die ganze Stimmung gefällt mir nicht. Irgendwas stimmt nicht. Also abgesehen davon, dass der Junge schwer krank ist. Freya! Öffne die Tür! Du musst uns helfen! Vibe, hörst du mich? Es ist dringend! Ich bin eine Göttin, verschwinde! Der Junge ist sehr krank! Freya! Er ist krank. Komm rein. Das ist keine gewöhnliche Krankheit. Sein wahres Wesen, dein wahres Wesen kämpft in ihm. Ich bin daran schuld. Hilfst du mir? Natürlich. Bring mir eine sehr seltene Zauberzutat aus Helheim, der Wächter der Brücke der Verdammten. Ich brauche sein Herz. Hel. Das Reich der Toten, kennst du es? Nicht dieses. Es ist ein Land von grausamer Kälte. Kein Feuer brennt dort und keine Magie aller neuen Welten könnte eins entzünden. Und die Toten? Deine Frostaxt ist machtlos. Du musst was anderes finden.
Dann muss ich nach Hause. Zu etwas, das ich mit Schwur begraben hatte. Wer du zuvor warst, ist egal. Der Junge lebt im Jetzt. Er ist dein Sohn. Und er braucht seinen Vater. Diese Rune öffnet die Brücke nach Helheim. Wenn du dort bist, darfst du die Brücke der Verdammten auf keinen Fall überqueren. Es gibt keinen Weg zurück. Verstanden? Junge. Hey, Mille. Beeil dich. Durch meinen Garten führt ein Pfad zu meinem Boot. Nimm es. Kehre heim. Bleib stark. Tu alles, was nötig ist. Nur bring mir das Herz des Brückenwächters, um deinen Sohn zu retten. Jetzt. Freya. Beim letzten Gespräch war ich... Nein. Du hast recht, einem Gott zu misstrauen. Du brauchst nichts zu sagen. Nicht zu mir, nicht deswegen. Ich gebe auf ihn Acht. Der Schwur einer Mutter. Und wir ziehen alleine los. Die Ereignisse überschlagen sich. Der Junge ist schwer krank, irgendwer hat die Schlange gerufen, wir sind zu Freya zurück. Sie hilft uns, aber was noch viel wichtiger ist, Leute, die God of War Story kennen, also die Vorgänger, die haben jetzt so ein bisschen Kribbeln im Nacken, ich zumindest, ja? Wenn sie sagt, die Axt ist machtlos, er muss was Neues finden und Kratos sich an den Arm fasst und sagt, er hat es abgelegt mit einem Schwur, dann kriege ich ja fast schon einen Ständer, weil ich weiß, was kommen wird. Ich weiß nicht, ob ihr wisst, was kommen wird. Das wisst ihr nur, wenn ihr die Vorgänger kennt. Aber ich freue mich sehr auf die nächste Folge. So viel können wir, glaube ich, festhalten. Was eine geile Folge schon wieder. Ich freue mich über Däumchen und wir sehen uns dann morgen wieder bei God of War. Euer Walle. Bye, bye.